Samadhi Film 2018 Teil 2. Es ist nicht, was du denkst. Im Thomas Evangelium sagte Christus, das Königreich ist weder hier noch dort. Vielmehr ist das Reich des Vaters über die ganze Welt ausgebreitet, aber die Menschen sehen es nicht. Amen. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Einer der geilsten Videos, die wir uns reingezogen haben, so geht in die nächste Runde auf jeden Fall. Herzen in den Chat, rein in die Olga. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Heute ist es endlich soweit. Samadhi Film 2018 Teil 2. Es ist nicht, was du denkst. Wir sind da. Der zweite Teil, jetzt quasi der dritte Teil auf YouTube. Also wir haben den ersten Teil in zwei Teile aufgeteilt und jetzt ziehen wir uns den zweiten Teil rein, den wir auch wieder in zwei Teile wahrscheinlich aufteilen werden. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, den wir uns natürlich auch reinziehen werden, weil ich finde, das ist einer der stärksten Videos, auf die wir hier je reagiert haben. Ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt Kommentärchen. Schreibt vor allen Dingen auch rein, so was ihr selbst reflektiert habt beim Schauen dieses Videos und was eure Erkenntnisse davon sind. Das interessiert mich wirklich. Ja, ich lese einige Kommentare und deswegen gibt Feedback, Freunde, ich liebe euch. Los geht's. I like that. Feedback it in, man, Alter. Gib mir die Feedbacky-Vibes, Bro. Feedbacky. Ultimative Wahrheit ist wortlos. Die Stille in der Stille. Die weltweit größten spirituellen Lehrer, von der Antike bis zur Moderne, vertraten die Auffassung, dass die tiefste Wahrheit unseres Seins nicht das Resultat einer bestimmten Religion oder spirituellen Tradition sei, sondern direkt im Herzen eines jeden Menschen zu finden ist. Bro. Der Poet Rumi sagte, wo ist der Mond, der nie aufgeht oder untergeht? Wo ist die Seele, die weder mit uns noch ohne uns existiert? Sagt nicht, dass sie hier oder dort sei. Die ganze Schöpfung ist das Das, aber nur für die Augen, die sie auch erkennen können. Wir sind da, Digga. Samadhi 2.0 Vision. Entspannt euch, Freunde. Lehnt euch zurück. Das ist ein wildes Ding hier. Ich schwör's dir. Hört einfach zu. Glaubt mir. Es wird euch wenigstens Reflexion bringen. Ihr müsst ja nicht alles übernehmen, was hier gesagt wird oder glauben oder denken, dass es richtig oder wahr oder nicht. Was wir auch mal lernen müssen, ist, Dinge nicht immer zu bewerten, sondern einfach mal zuzuhören, ohne irgendeine Bewertung abzugeben, weißt du? Und ich finde, dieser Film regt einen extrem zum Reflektieren an. So. Du musst nicht bewerten, du kannst auch einfach erstmal annehmen, zuhören und reflektieren. Während der Geschichte des Turmbaus zu Babel war die Menschheit in unzählige Sprachen, Überzeugungen, Kulturen und Interessen aufgeteilt. Babel bedeutet wörtlich das Tor Gottes. Es war in Babylon, gell? Das Tor ist unser denkender Geist. Und
unsere konditionierte Struktur. Für diejenigen, die ihre wahre Natur erkannt haben, ist die eigene Essenz losgelöst von Name und Form. Sie sind in das große Geheimnis eingeweiht, das jenseits des Tores liegt. Eine alte Parabel, die Elefantenparabel, wurde verwendet, um zu beschreiben, wie unterschiedlich die Traditionen sind, die im Grunde alle auf die eine große Wahrheit hindeuten. Eine Gruppe von sehbehinderten Menschen berühren unterschiedliche Teile eines Elefanten und bekommen einen Eindruck davon, was ein Elefant ist. Die Person, die am Elefanten voll mächtig, finde ich, ja, des Elefanten steht, beschreibt ihn als einen Baum. Die werden noch voll alt, ne? Oder? Die Person, die an seinem Schwanz steht, sagt, der Elefant sei wie ein Seil. Der Elefant sei wie ein Speer, sagt die Person, die den Stoßzahn fühlt. Für den, der das Ohr berührt, fühlt es sich an, als sei der Elefant ein Fächer. Die Person, welche die Seite berührt, ist fest davon überzeugt, der Elefant sei eine Wand. Das Problem ist, man berührt einen Teil des Elefanten und glaubt, diese Erfahrung sei die einzige Wahrheit. Krass, Bro. Das ist das, was ich schon voll lange fühle. Deswegen fühle ich mich auch hingezogen zu vielen verschiedenen Religionen und habe das Gefühl, dass in jeder Religion auch eine Art Weisheit oder eine Art Wahrheit auch mit drinsteckt, so weißt du? Und bin überzeugt davon, dass jeder das Göttliche in sich trägt und dass diese Religion auch teilweise, gerade im Ursprung, wenn man jetzt zu Jesus geht, einfach, der hat das gepredigt, was uns Menschen zurück in unser Herz holt, weil er wusste, dass da Gott ist so und dass wir da das Göttliche finden können und dann freier leben können, weißt du? Das ist crazy. Man akzeptiert oder erkennt nicht an, dass jede Person eine andere Facette desselben Tieres wahrnimmt. Das Durchschnittsalter des Elefanten liegt etwa bei 60 Jahren. Okay, crazy. Die gängige Philosophie geht davon aus, dass jegliche spirituelle und religiöse Traditionen eine einzige universelle Wahrheit teilen, eine mystische oder transzendente Realität, auf deren Fundament jedes spirituelle Wissen und jede Doktrin basiert. Swami Vivekananda fasste die zeitgenössische Lehre dadurch zusammen, indem er sagte, das Ende aller Religionen liegt in dem Erkennen von Gott in der eigenen Seele. Dies ist die einzige universale Religion. Wenn wir in diesem Film das Wort Gott verwenden, handelt es sich schlicht um eine Metapher für die Transzendenz, die auf das große Geheimnis hinweist, das hinter einem limitierten, egoistischen Verstand steht. Um das wahre oder innewohnende Selbst eines Menschen zu realisieren, muss man sich seiner eigenen göttlichen Natur bewusst werden. Jede Seele hat das Potenzial, ein neues und höhergradiges Bewusstsein zu erlangen. Oh, das ist so geil, Digga. Das ist so krass, mein Thema, ne? Ich beschäftige mich mit solchen Sachen so gerne, Freunde. Ohne Scheiß, das tut mir richtig gut. Das ist so, das ist der Weg für mich auch. Ich merke das, ich spüre das. Ich habe eben ganz kurz Gänsehaut im ganzen Körper gefühlt. Schlummer und seine Identifizierung durch die Form zu erwachen. Tom Kuchen sagt gerade, ich fürchte, dass die Leute da ganz oben eine komplett andere Wertvorstellung haben.
Das Kranke ist, dass die Leute ganz oben das gleiche Wissen auch haben. Die wissen ganz genau, dass das die Wahrheit ist. Und die nutzen das halt gegen uns quasi, weißt du? Die haben das verstanden, die haben das auch studiert teilweise und nutzen das aus, um uns davon fernzuhalten. Weil du kannst eine Menschheit und ein Volk oder eine Menschengruppe nicht mehr kontrollieren, wenn sie realisiert, was sie im Kern eigentlich wirklich ist und ihre Macht und Power für sich realisiert, so weißt du? Deswegen werden wir mit allen Mitteln versucht, davon, also die versuchen uns mit allen Mitteln davon fernzuhalten, das zu realisieren. Schrieb der Schriftsteller und Visionär Aldous Huxley, der für sein Buch Schöne neue Welt bekannt ist, auch ein Buch, das er die ewige Philosophie nannte. In diesem schreibt er über einen Lehrer, der in der Geschichte immer und immer wiederkehrt und die Gestalt der jeweiligen Kultur annimmt, in der er erscheint. Huxley schreibt, die ewige Philosophie krass würde am deutlichsten in der Sanskrit-Formel Tattvam Asi, das bist du, zum Ausdruck kommen. Der Lebenshauch oder das immanente ewige Selbst ist eins mit Brahman, dem absoluten Prinzip allen Seins. Und der Schlusspunkt eines jeden Menschen sei es, diese Tatsache für sich zu entdecken, um herauszufinden, wer er oder sie wirklich ist. Jede Tradition ist wie die Facette eines Juwels, der eine einzigartige Perspektive. Ich glaube nicht, dass die Ahnung von Spiritualität haben und erwacht sind sie ganz bestimmt nicht. Erwacht sind sie nicht, aber Ahnung von Spiritualität haben die auf jeden Fall, Bro. Hundertprozentig. 1 Million% sogar. Bruv. Die nutzen das für böse Zwecke. Die nehmen das und münzen das ins Böse um, Bruder. Und derselben Wahrheit widerspiegelt, während er jede andere ebenfalls reflektieren und leuchten lässt. Egal in welcher Sprache oder in welchem Konzept, alle Religionen... Er sagt jetzt Politiker, ich rede nicht von Politikern, ich rede von den Menschen hinter den Politikern. Und hinter denen. Da gibt es nämlich nochmal mehrere Ebenen hinten dran, die wir auch zum großen Teil nicht sehen. Die ewige Lehre reflektieren, geben einen Hinweis darauf, dass es eine Verbindung mit etwas Größerem, Jenseitigem in uns gibt. Es ist möglich, aus all diesen Lehren zu lernen oder sie zu integrieren, ohne die eigene Auffassung des Selbst damit zu identifizieren. Es wird. Ich schwör's dir, das mache ich. Ich lese die Bibel, ich lese den Koran, ich beschäftige mich mit Buddhismus. Ich bin nirgendwo, dass ich sage so, ich verschließe mich gegen irgendwas so. Ich bin wissbegierig, ich will lernen. Ich will das wissen, ich will das hören, ich will gucken. So. Ich will es studieren auch. Weil ich das Gefühl habe, das ist mächtig so, weißt du? Es sagt, dass alle wahren spirituellen Lehren wie Finger sind, die auf die transzendente Wahrheit deuten. Wenn wir an dem Dogma der Bequemlichkeit festhalten, werden wir in unserer spirituellen Entwicklung gebremst, um die Wahrheit jenseits aller Glaubenskonzepte zu erkennen, muss man loslassen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass Jesus zum Beispiel auch mal in Asien war und so und sich auch mit Leuten aus dem Buddhismus beschäftigt hat. Und also bevor er quasi wieder, es gibt ja eine Zeit von 18 bis 30 oder was, keine Ahnung, wo quasi nichts über ihn berichtet wurde. Und viele, also es gibt Leute, die gehen davon aus, dass er auch andere Kulturen studiert hat, andere spirituelle Gelehrte getroffen hat, sich mit denen unterhalten hat und so und sich ausgetauscht hat. So. Ich glaube, das ist sehr wichtig für uns Menschen, dass wir uns nicht verschließen
anderen Glaubensrichtungen gegenüber oder anderen spirituellen Menschen, sondern offen sind einfach. Und ohne Ego einfach mal versuchen zuzuhören und einen anderen Menschen zu verstehen, dann können wir lernen. Sich lösen von allen religiösen Vorstellungen. Von der Ego-Perspektive aus gesehen scheint der Finger, der dich zu Samadhi bringt, direkt auf den Abgrund zu zeigen. Auch diese teilweise Anti-Haltung hier im Chat gegenüber Religion ist eine Sache, die nicht gut ist. So, das ist eine Sache, wo du dich auch wieder trennst und auch wieder sagst, grundsätzlich höre ich den Leuten, die diesem Glauben angehören oder religiös sind, nicht zu. So verschließt du dich selber gegenüber einer Sache, die dir eventuell helfen könnte. So. Und deswegen, egal in welcher, ich bin Inklusion, Digi. Ich will Leute zusammenbringen. Ich bin nicht gegen irgendwas. Ich habe meine Arme immer offen. Jedem Menschen, jedem Glauben, jeder Religion, jeder Spiritualität. Ich bin offen für diese ganzen Sachen. Ich will Menschen zusammenbringen und ich will, dass Menschen verstehen, dass wir nicht getrennt sind und dass die Dinge auch nicht so krass getrennt voneinander sind, wie die Leute immer denken. Der heilige Johannes vom Kreuz sagte, wenn man sicher sein will, auf welcher Straße man ist, muss man die Augen schließen und im Dunkeln wandeln. Samadhi beginnt mit einem Sprung ins Unbekannte. Shit, das im Hintergrund ist so Kehlkopfgesang, glaube ich, ne? Vibes. Aus den alten Traditionen wurde Folgendes überliefert, um Samadhi zu verwirklichen. Man muss sein Bewusstsein abwenden von allen bekannten Objekten, von allen externen Phänomenen. Von konditionierten Gedanken und Empfindungen hin zum Bewusstsein selbst. In Richtung der inneren Quelle, zum Herzen oder der Essenz des Seins. Wann immer wir in diesem Film das Wort Samadhi verwenden, weisen wir auf diese Transzendenz hin, zum allerhöchsten Samadhi, das man Nirvikalpa Samadhi nennt. Im Nirvikalpa Samadhi kommt es zu einer Beendigung der Selbstaktivität. Digga, das ist so powerful, ne? Wenn Leute das... Oh. Sowie des Suchens und Tuns. Über das Wegzufallende können wir nur... Wenn du das schaffen kannst, mindestens einmal am Tag so, ne, und das in dein Leben mehr integrierst und dann am Ende, das Ziel ist ja eigentlich so zu sein, die ganze Zeit, aber wenn du es nur schaffen kannst, einmal am Tag das zu machen, also deine Aufmerksamkeit von den Objekten und von den, was du erreichen möchtest und von diesen ganzen materiellen Dingen wegzunehmen und in deine innere spirituelle Welt reinzulegen so und mal nur zu sein für einen Moment, das alleine wird dir so viel Leichtigkeit in deinem Leben geben und wird deiner Seele so krass gut tun und dein Leben wird sich extrem verändern, wenn du das wenigstens versuchst und das immer öfter tust, so weißt du, das ist crazy. Sprechen, wenn wir es erreicht haben und feststellen, was erneut erscheint, wenn wir davon zurückkehren. Es gibt keine Wahrnehmung und keine Nichtwahrnehmung. Weder Ding noch das Nichts. Weder Bewusstsein noch Unbewusstheit. Es ist absolut. Es ist unergründlich und unbegreiflich für den Verstand. Wenn das Selbst zur Aktivität zurückkehrt, erfährt es ein Nichtwissen, eine Art Wiedergeburt. Und alles wird wieder neu. Wir bleiben zurück im Duft des Göttlichen, der länger anhält als der, der auf dem Pfad wandelt. Es
gibt zahlreiche Arten von Samadhi, die in den alten Traditionen beschrieben werden. Und die Sprache hat über die Jahre viel Verwirrung gestiftet. Wir entschieden uns für das Wort Samadhi, um auf die transzendente Einheit hinzuweisen. Tao, auch geiles Wort, ja. Finde ich, Digga. Tao. Auch einfach ein Wort. Löst irgendwie was in mir aus, das Wort Tao. Aus einer anderen Tradition wählen können. Samadhi ist ein altes Sanskrit-Wort aus dem vedischen Yoga und der Samkhya-Tradition Indiens. Und es hat viele andere spirituelle Traditionen durchdrungen. Samadhi ist das achte Glied der acht Glieder des Patanjali-Yoga und auch der achte Teil des edlen achtfachen Pfades von Buddha. Buddha verwendete das Wort Nirvana, also die Abkehr von Vana bzw. die Abkehr von der Selbstaktivität. Patanjali beschrieb Yoga oder Samadhi als Chittavritti Nirodha, der Sanskrit-Bedeutung für die Abkehr vom Strudel oder der Spirale des Verstandes. Es ist eine Entwirrung des Bewusstseins aus der gesamten Matrix bzw. der Kreatorin des Verstandes. Samadhi steht nicht für ein Konzept, denn um es umzusetzen, bedarf es der Abkehr vom konzeptionellen Verstand. Verschiedene Religionen bedienten sich unterschiedlicher Worte, um die göttliche Einheit zu beschreiben. In der Tat bedeutet ja das Wort Religion selbst etwas Ähnliches. Die Rückkehr zu Gott oder so, ne? Rückkehr oder irgendwas mit Rückkehr auf jeden Fall. Religare oder so, von da kommt es. Das lateinische Verb religare bedeutet, sich neu zu binden oder zu verbinden. Es hat damit eine ähnliche Bedeutung wie das Wort Yoga, das so viel bedeutet wie die weltliche mit der transzendenten Welt zu vereinen. Boom, Zirbeldrüse aktivieren. Im Islam spiegelt es sich in der alten arabischen Bedeutung des Wortes Islam wider. Geil. Der das Bitten und die Unterwerfung vor Gott meint. Es ist gekennzeichnet durch totale Demut und der Übergabe des eigenen Organismus. Christliche Mystiker wie der heilige Franziskus von Assisi, die heilige... Ich liebe das Video so krass, weil das Video spaltet nicht, Digga, weißt du, wie ich meine? Das Video verbindet meiner Meinung nach, meinem Gefühl nach so. Mein Herz fühlt das. Teresa von Avila und der heilige Johannes vom Kreuz beschreiben eine göttliche Vereinigung mit Gott und das Reich Gottes, das darin liegt. Im Thomas-Evangelium sagte Christus, das Königreich ist weder hier noch dort. Vielmehr ist das Reich des Vaters über die ganze Welt ausgebreitet, aber die Menschen sehen es nicht. Amen. Die Werke der griechischen Philosophen Plato, Plotin, Parmenides und Heraklit gelangen zu derselben Weisheit, vom Standpunkt der ewigen Lehre aus gesehen. Plotin lehrt, dass das größte menschliche Streben darin besteht, die menschliche Seele zum höchsten Zustand der Vollkommenheit und der Vereinigung mit dem einen zu führen. Der Medizinmann und Heiler der Lakotas, Schwarzer Hirsch, sagte, der erste Frieden... Geil, die haben immer so Namen gehabt, der Schwarzer Hirsch. Das war immer bei den Indianern so, gell? Geil. Der wichtigste ist, ist der, der zu den Seelen der Menschen kommt. Wenn sie sich ihrer Beziehung und ihrer Einheit mit dem Universum und dessen Kräften bewusst werden. Und
wenn sie realisieren, dass im Zentrum des Universums der große Geist weilt und dass dieses Zentrum wirklich überall ist. Es ist in jedem von uns. Überall. Ich wäre auch entweder Adler oder Wolf. Auf dem Weg zum Erwachen gibt es... Digga, was für geile Animationen auch teilweise hier, ne? ...zwei Polaritäten. Außer wir befinden uns in Samadhi. Es gibt immer zwei Türen, die man betreten kann. Zwei Dimensionen. Die eine führt zum reinen Bewusstsein, die andere direkt in die Welt der Phänomene. Flussaufwärts zum Absoluten, flussabwärts hin zu Maya und zu all dem, das sich manifestiert. Das Sichtbare wie das Unsichtbare. Die Beziehung zwischen dem Relativen und dem Absoluten könnte man mit folgendem Zitat von Sri Nisargadatta Maharaj zusammenfassen. Maharaj. Weisheit heißt zu wissen, dass ich nichts bin. Liebe heißt zu wissen, dass ich alles bin. Und zwischen den beiden? Weisheit heißt zu wissen, dass ich nichts bin. Liebe heißt zu wissen, dass ich alles bin. Volles geile Zitat. Bewegt sich mein Leben. Zwischendrin bewegt sich mein Leben. Was in dieser Einheit geboren wird, ist ein neues göttliches Bewusstsein. Aus der Heirat oder Union dieser beiden Polaritäten bzw. dem Zusammenbruch der dualistischen Identifikation entsteht alles und nichts. Etwas. Doch das, was entsteht, ist keine Sache. Und sie wurde nie geboren. Die Blüten des Bewusstseins erschaffen etwas Neues. Etwas, dass man die ewige Dreiheit nennen könnte. Gott, der Vater, der Transzendente, Unbekannte und Unveränderliche, vereint sich mit der göttlichen Weiblichkeit, die all das Veränderliche symbolisiert. Diese Vereinigung bringt eine alchemistische Verwandlung mit sich. Eine Art von Weibchen fühl ich. Und in der vedischen Lehre wird die göttliche Vereinigung von zwei fundamentalen Kräften repräsentiert. Shiva und Shakti. Die Namen und Gesichter der verschiedenen Götter verändern sich im Lauf der Geschichte. Aber ihre grundlegenden Eigenschaften bleiben. Was in dieser Einheit geboren wird, ist ein neues, göttliches Bewusstsein, eine neue Art, im Leben zu stehen. Zwei Polaritäten, untrennbar eins. Eine universelle Energie, die ohne Zentrum, ohne Einschränkung ist. Das ist die pure Liebe. Dabei kann nichts gewonnen oder verloren werden. Denn das Bewusstsein ist völlig leer und gleichzeitig vollkommen. Das ist eine Sache, die mir in der heutigen Welt immer, also es ich finde, es ist zu wenig Liebe in der Welt, so echte, wahre Liebe, so pure Liebe, weißt du? Alles ist an Materialismus und an Bedingungen geknüpft und so. Richtige, echte Liebe zu fühlen noch, ist echt schwer geworden. Oder ich hab, weiß ich nicht, ob das schon immer so war, aber ich sehe und fühle sehr wenig echte Liebe so. Weißt du? Hier auf jeden Fall mehr als in Deutschland, aber generell. Weißt du? Deswegen ist mir aber auch Familie immer wichtiger geworden, weil ich glaube, das Nächste an wahrer Liebe ist, also an bedingungsloser Liebe ist die Liebe zum Beispiel von deiner Mutter zu dir. Oder auch die Liebe zu deinen Eltern generell oder zu deinen Großeltern und Geschwistern so. Das ist noch so echte bedingungslose Liebe. Selbst da ist es teilweise schwierig geworden bei vielen Familien so. Hat dann aufgehört, wenn der eine sich nicht impfen lassen möchte, weißt du? Aber ich habe das Gefühl, diese bedingungslose Liebe wird immer weniger auf der Erde. Auch zu sich selbst. Da fängt es ja alles an. So. Liebst du dich selbst bedingungslos? So fängt's ja an im Endeffekt.
Oh shit, Anunnaki, Eden Man, Alter, wir sind da. Ob es die Mysterienschulen von Mesopotamien sind, die spirituellen Traditionen der Babylonier und Assyrer, die Religionen des alten Ägypten, nubische und kemetische Kulturen des alten Afrika, die schamanischen und nativen Traditionen rund um die Welt, die Mystik des antiken Griechenlands, die Gnostiker. Boah, so viele Sachen zu entdecken eigentlich, ne? Die Nicht-Dualisten. Nicht-Dualisten, okay. Buddhisten. Die Taoisten. Da sind wir doch, Taoismus, na man. Die Juden. Die Zoroastrier. Der Jainismus. Die Muslime. Jainismus, noch nie gehört. Oder die Christen. Ihnen allen gemein sind ihre höchsten spirituellen Einsichten, die ihren Anhängern das Erkennen von Samadhi möglich machen. Das eigentliche Wort Samadhi bedeutet etwa... Es geht eigentlich in jeder Religion auch im Kern darum, sich vom Materialismus zu trennen und seine Seele zu finden, weißt du, sich selbst mit sich selbst zu connecten so und das Höhere zu realisieren. Deswegen ist ja auch in jeder Art von Glaube oder Religion oder nenn es wie du es willst so, geht's ja, also musst du sehr spirituell diszipliniert sein, weil die alle verstanden haben, dass die heutige Welt regiert ist vom Teufel im Endeffekt, also von dem, was dich davon abhält, dich selbst zu realisieren so. Du kannst keine Erleuchtung finden, wenn du nicht diszipliniert bist so, weißt du? Wir müssen uns von den Dingen, die heutzutage normal sind, müssen wir uns trennen so. Das merke ich immer wieder. Wie Gleichheit oder Einheit zu verwirklichen. Und zwar in allen Dingen. Das bedeutet Vereinigung. Die Vereinigung aller Aspekte deiner selbst. Aber verwechsle nicht intellektuelles Verständnis mit dem Erkennen von Samadhi. Blog sagt gerade, ich finde, christliche Religion ist irgendwie die langweiligste, die interessiert mich am wenigsten. Das ist deine persönliche Ansicht so. Also ich muss sagen, dass ich schon enjoyed habe, mir die Bibel durchzulesen so. Würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass es langweilig war, im Gegenteil. Es ist deine Stille, die Leere, die alle Ebenen der Lebensspirale zusammenbringt. Während ich auf Toilette gehe, macht mal alle eine 1 in den Chat von euch, wer an Gott glaubt. Wer von euch, egal jetzt auf welche Art und Weise, aber wer von euch glaubt an Gott? Alhamdulillah, meine lieben Freunde, Alhamdulillah. Stark. Ein Ungläubiger hier. Durch die alten Lehren von Samadhi beginnt die Menschheit zu verstehen, dass es gemeinsame Quellen gibt, dass die Religionen aufeinander ausgerichtet sind, wieder in der Spirale des Lebens, im großen Geist, im Dhamma oder Tao. Die Spirale ist die Brücke, die vom Mikrokosmos... Free Engel sagt, ich glaub daran auch nicht. An was glaubst du denn? Für die zwei Leute, die nicht an Gott glauben, an was glaubt ihr? Makrokosmos reicht. Von deiner DNA bis zum inneren Lotus der Energie, der sich in den Chakras erstreckt und bis in die Spiralarme der Galaxien führt. An mich? Oh shit, Yasin sagt an sich selbst bestimmt. Crazy. Kannst du das mal beschreiben? Ich glaube an mich so. Ich meine, die Verbindung, also die Spiritualität, beziehungsweise das ist ja eigentlich, wie soll ich das ausdrücken jetzt gerade? Ja, das sagen Leute oft, die sagen, ich glaube nicht an Gott, ich glaube an mich so. Ich meine, du hast auch was Göttliches in dir, also wenn du an das Göttliche in dir glaubst, dann ist ja schön, weißt du, aber ich weiß nicht, Digga, irgendwie...
ist es ja, man muss doch an mehr glauben, an sich selbst so quasi, weißt du, was ich meine? Oder wenigstens an sein höheres Ich so, außerhalb von dem, was meinst du, wenn du sagst, ich glaube an mich, an deine Gedanken, an deinen Körper, an diese ganzen Begrenzungen oder kannst du es nochmal ein bisschen ausführlicher beschreiben? Alle Ebenen der Seele werden durch die Spirale ausgedrückt, als sich ständig weiterentwickelnde Zweige, lebendig und forschend. Wahres Samadhi heißt, die Leere zu erkennen. Free Engel sagt, Glaube ist nur Hoffnung. Jeder fängt an zu glauben, wenn er Hilfe braucht oder fangen an zu beten. Stimmt nicht. Also ich zum Beispiel habe zu Gott gefunden, wo es mir am besten ging in meinem Leben bis zu dem Zeitpunkt so. Wo angefangen hat, alles gut zu laufen und ich wirklich so überwältigt wurde mit positiven Dingen quasi so. Da habe ich angefangen, dass ich gefühlt habe, dass ich auf die Knie gehen muss und dankbar sein muss so. Für das Leben an sich. Und für alle Möglichkeiten, die ich in diesem Leben bekomme so. Weißt du? Und mittlerweile auch für die grundsätzlichen Dinge so. Weißt du? Wasser, trinken, Dach über dem Kopf, Fortbewegungsmittel so. Diese ganzen Sachen so. Also ich bete wegen Dankbarkeit eigentlich im Endeffekt, weißt du? Und nicht, weil es mir schlecht geht und ich irgendwas will, so. Ich bitte Gott selten um Dinge. Und wenn ich Gott bitte, dann bitte ich ihn darum, dass Menschen, denen es nicht gut geht, dass es denen besser geht, die nicht diese grundsätzlichen Sachen haben, die ich jeden Tag haben darf, so. Jedes Mal vorm Essen bete ich, sage ich danke, dass ich was zu essen haben darf. Und morgens meistens auch noch versuche ich zu beten für alle Menschen, die gerade nichts zu essen haben, vor allen Dingen Kinder so, weißt du? Don't ever play yourself. So mache ich das. Ja gut, aber das Beten hilft den Leben, den Leuten doch nichts, die nichts zulassen zu essen haben. Das glaubst du. Du glaubst ja nicht an Gott. Du glaubst ja nicht daran, dass wir alle miteinander verbunden sind so. Du glaubst ja nicht daran, dass wenn ich für einen Menschen bete, dass es einen positiven Effekt auf den Menschen haben kann so. Aber es wurde sogar mit Studien schon festgestellt, Menschen, die krank waren, es gab eine Gruppe, die bebetet wurde und eine andere Gruppe, die nicht bebetet wurde. Und die bebetet wurde, die hat einen schnelleren Heilungsprozess gehabt als die Menschen, die nicht bebetet wurden. So. Weißt du? Und das ist Facts. Und es gibt noch ganz viele andere wissenschaftliche Studien, die das gezeigt haben, dass Beten was bringt. Und dass eine Verbindung zu was Höherem als das menschlich-fleischliche, materialistische einen Effekt auch auf das Materialistische haben kann, so. Mind over matter, so. Ja. Ich wünsche mir, dass du das vielleicht auch irgendwann noch erlebst, aber das ist meine Ansicht der Dinge, so, weißt du? Auf allen Ebenen des Selbst, in allen Hüllen der Seele. Die Spirale ist das endlose Spiel, der Dualität und der Kreislauf von Leben und Tod. Manchmal vergessen wir unsere Verbindung zur Quelle. Die Linse, durch die wir blicken, ist sehr klein. Und wir identifizieren uns damit, begrenzte Kreaturen zu sein. Ja. Die auf der Erde herumkriechen, nur um die Reise zurück zur Quelle immer wieder aufs Neue anzutreten. Zu dem Zentrum, das überall ist. Free Engel sagt jetzt gerade, warum geht es denn so vielen schlecht, wenn das doch so einfach ist, nur zu beten? Es ist nicht einfach, nur zu beten. Erstmal ist es eine Sache, die würde ich jetzt nicht als einfach beschreiben, aber was ich dir dazu sagen kann ist, wer definiert schon, was schlecht ist so? Du würdest jetzt sagen, dass es denn, wenn du jetzt hierher kommen würdest, wo ich gerade lebe und nicht weit von mir ist ein Viertel, wo nur Mexikaner wohnen, die ihre Häuser selbst gebaut haben, so. Wenn du da hingehen würdest, dann würdest du sagen, den Leuten geht's schlecht. Aufgrund deren Lebensstandards, so, weißt du, wie ich meine? Du wirst sehen, dass die draußen sind viel, dass die nicht richtig irgendwelche Möbel so krass haben und so, teilweise keine Klimaanlage in der Hitze, dies, das, blablabla. Würdest du jetzt einfach sagen, denen geht's schlecht, so. Aber wer definiert, denen geht's schlecht? Also ich würde argumentieren, dass es denen zum Großteil besser geht als
vielen Leuten in Deutschland, die sehr viel Materialismus haben und eigentlich alles haben, was sie brauchen, damit sie nicht sterben und ein gutes Leben führen können, aber die unglücklicher sind als die Leute, die fast nichts haben, aber dafür mehr Lebensfreude in ihrem Herzen haben, so weißt du? Deswegen, das ist immer eine Definitionssache so. Und ich bin überzeugt davon, dass es auch extra so gemacht ist. Ohne Dunkelheit kein Licht, weißt du? Es muss immer beides geben. Und das hält die Waage so, das gleicht sich miteinander aus. Aber ich glaube daran, dass wenn wir Menschen mehr in unser Herz zurückfinden würden und uns mehr auch spirituell Gedanken machen würden über andere Menschen, denen es vielleicht wirklich schlecht geht, die vielleicht wirklich wegen Hunger sterben müssen, so. Und wenn wir uns dafür einsetzen, wirklich einsetzen würden und auch bereit wären, unser Leben dafür zu geben, dann könnte die Welt in eine bessere Richtung reingehen. So. Aber da gehört dazu, dass wir anfangen zu glauben wieder. Da gehört dazu, dass wir anfangen zu lieben wieder, in unser Herz zurückkommen und zu sagen, ey, ich bin wieder ein echter Mensch, so, weißt du? So, ich höre auf mit diesem Egoismus und sage, es gibt nur mich und ich bin das Höchste, was es gibt auf dieser Erde, sondern dass wir uns wieder verbinden mit dem Höheren, so. Ich glaube, der Glaube an Gott und an was Höheres, an was außerhalb deines Körpers so, außerhalb der materialistischen Welt, macht dich automatisch zu einem connecteteren Menschen und dann automatisch auch zu einem Menschen, der mehr Potenzial hat, die Welt zu verändern oder anderen zu helfen, so. Das denke ich persönlich, so. Und deswegen würde es mir das auch am Herzen liegen, dass wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der wirklich an nichts glaubt, außer an sich so, dass man da vielleicht eine Anregung dalassen kann, dass der vielleicht auch wieder sich mit uns connectet so. Weil der Glaube an was Höheres heißt auch automatisch, dass du daran glaubst, dass wir alle miteinander verbunden sind so. Und wenn du nur an dich glaubst und nicht an was Höheres glaubst, dann glaubst du halt nicht daran. Das ist traurig, für mich persönlich. Chuang Tzu sagte, wenn es keine Abgrenzung mehr zwischen dem Dies und dem Das gibt, nennt man das den Ruhepol des Tao. Am Ruhepol im Zentrum der Spirale kann man die Unendlichkeit der Dinge sehen. Das uralte Mantra Om Mani Padme Hum hat eine poetische Bedeutung. Man erwacht oder erkennt das Juwel im Lotus. Deine wahre Natur erwacht in der Seele, in der Welt, als die Welt selbst. Nach dem hermetischen Prinzip oben wie unten, unten wie oben, können wir Analogien verwenden, um das Verhältnis von Geist und Stille als relativ und absolut zu begreifen. Ein Weg, um die nicht konzeptionelle Natur von Samadhi zu begreifen, liegt in der Analogie des schwarzen Lochs. Man kann das nicht erklären, man fühlt oder eben nicht. Ja, ich weiß, was du meinst, Bro. Ich weiß, was du meinst. So. Ja, ich glaube auch, die Leute, die nicht an was Höheres glauben, dass die einfach abgestumpft sind, disconnected sind auf eine gewisse Art und Weise. So. Und dass die einfach wieder diese Connection wieder brauchen. Darauf hingewiesen werden müssen, so, weißt du? So. Und deswegen ist es leider so, dass bei vielen Leuten, wie Free Angel das auch vorhin gesagt hat, erst ganz viel schieflaufen muss und erst ganz viel Scheiße passieren muss, damit die anfangen, wieder an was Göttliches zu glauben, so, weißt du? Aber es gibt auch Leute wie ich zum Beispiel, die da anfangen dran zu glauben, wenn was extrem Positives passiert oder etwas extrem Krasses, was du einfach nicht erklären kannst, so, weißt du? Ja, schwierig, das in Worte zu fassen, du hast schon recht. Ein schwarzes Loch wird traditionell beschrieben als eine Region des Weltraums mit einem massiven Gravitationsfeld, das so mächtig ist, dass kein Licht und keine Materie ihm entkommen kann. Neue Theorien postulieren, dass alle Objekte vom kleinsten mikroskopischen Partikel bis hin zu makroskopischen Formationen wie Galaxien, ein schwarzes Loch oder eine geheimnisvolle Singularität in ihrem Zentrum beherbergen. Bei dieser Analogie verwenden wir die Definition des schwarzen Lochs. Mit seinem Zentrum
das überall ist. Im Zen gibt es viele Gedichte und Verse, die uns Angesicht zu Angesicht mit dem torlosen Tor bringen. Man muss dieses torlose Tor passieren, um Samadhi zu verwirklichen. Ein Ereignishorizont ist eine Grenze in der Raumzeit, dessen dahinterliegende Ereignisse einen äußeren Beobachter nicht beeinflussen können. Was bedeutet, dass, was auch immer jenseits des Ereignishorizonts geschieht, unbekannt für uns bleibt. Man kann sagen, dass der Ereignishorizont eines schwarzen Lochs analog zum torlosen Tor ist. Er ist die Schwelle zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst. Es gibt kein Ich, das den Ereignishorizont passiert. Im Zentrum des schwarzen Lochs herrscht eine eindimensionale Singularität, die die Masse von Milliarden von Sonnen in einem unvorstellbar kleinen Raum bindet. Im Endeffekt eine unendliche Masse. Buchstäblich ein Universum in etwas, das infinitesimal kleiner ist als ein Sandkorn. Infinitesimal, krass. Schon lange nicht mehr gehört das Wort. Die Singularität ist etwas Unergründliches, jenseits von Raum und Zeit. Infinitesimalrechnung. Oh shit. Man der Physik, so ist Bewegung darin ebenso wenig möglich wie die Existenz von Dingen. Was immer es ist, es gehört nicht zur Welt der Wahrnehmung. Aber es kann auch nicht nur als Stille beschrieben werden. Es ist jenseits von Stille und Bewegung. Wenn man das Zentrum begreift, das überall und Infinitesimal, Alter, so nenne ich meinen Sohn. Let's go, Bruder, ich nenne meinen Sohn Pi, Digga. Vishu. Wo ist, zerbricht die Dualität. Die Form und die Leere. Die Zeit und das Zeitlose. Man könnte es eine dynamische Stille nennen oder eine bedeutungsschwangere Leere. Inmitten der absoluten Dunkelheit. Der taoistische Lehrmeister Lao Tse sagte: Lao Tse wild. Haben wir uns mal ein Video reingezogen, Zitate von Lao Tse. Spannende Sachen dabei. Die Dunkelheit in der Dunkelheit ist das Tor zum totalen Verständnis. Die Dunkelheit in der Dunkelheit ist das Tor zum totalen Verständnis. Oder wenn du dir deinem Bewusstsein bewusst wirst, Vishu. Der Schriftsteller und vergleichende Mythologe Joseph Campbell beschreibt ein wiederkehrendes Symbol Joseph Majuzda als Teil der ewigen Philosophie, das er Axis Mundi nennt. Ich wollte mir den Lebensbaum auch mal tätowieren lassen auf mein Schienbein, hat zu viel wehgetan. Jetzt habe ich nur so einen schwarzen Fleck auf dem Schienbein. Strahlenpunkt oder höchsten Pussy it out, man. Den Pol, um den sich alles dreht. Den Punkt, wo Ruhe und Bewegung koexistieren. Von diesem Zentrum aus entsteht ein mächtiger, blühender Baum, ein Pappelfeigen- oder Bodhi-Baum, der sich allen Welten anschließt. Genauso wie eine Sonne in ein schwarzes Loch gesaugt wird, beginnt sich dein Leben um den Baum zu drehen. Wenn du dich der großartigen Wahrheit näherst und du selbst beginnst zu verschwinden. Wenn du dich dem innewohnenden Selbst näherst, kann es für die Ego-Struktur erschreckend sein. Die Wächter des Tores testen diejenigen, die auf der Reise sind. Jeden Tag. Man muss dazu bereit sein, sich seinen größten Ängsten zu stellen. Oh, ich fühle das gerade krass. Und gleichzeitig an die eigene innewohnende Kraft glauben,
um Licht in die unbewussten Schrecken und die versteckte Schönheit darin zu bringen. Man sagt ja auch, ist glaube ich ein Bibelzitat, der göttliche Weg ist ein schmaler Weg, der Weg vom Teufel ist breit. Also der göttliche Weg ist schmal und steinig, so weißt du? Und das ist auch so. Es ist viel heftiger, den Weg zu gehen. Und es ist viel herausfordernder auch. Und anstrengender in Anführungszeichen, aber du weißt halt, warum du es tust. Der Weg zum Teufel ist easy, Digga, sag ich dir ehrlich. Den kann jeder sofort gehen. Viele machen es auch schon teilweise, weißt du? Also deine Seele zu verkaufen, also ich könnte jeden Tag mich dafür entscheiden und sofort ein krasses Leben leben, so. Mit heftig viel Geld und Bitches und dies und das und so und so und Drogen und Party und dies, das, bla bla bla. Aber ich bin froh, dass ich so connected bin mit dem Göttlichen, dass ich das gar nicht kann. Ich kann das nicht mehr, weißt du? So. God damn, es gibt mehr als das so. Ich hab das schon gespürt und wenn du das einmal verstanden hast, dann kannst du auch nicht mehr zurück, geht nicht. Wenn dein Verstand sich nicht bewegt, wenn er nicht reagiert, dann erwachen alle Phänomene. Hölle hat viele Türen, jedoch der Himmel nur eine. Boom. Die vom Unterbewusstsein erzeugt werden und vergehen. Das ist der Punkt auf dem spirituellen Weg, wo der Glaube am meisten benötigt wird. Was meinen wir mit dem Glauben? Glaube ist nicht zu verwechseln mit dem Gewissen. Das Gewissen akzeptiert Dinge auf Verstandesebene, weil es sich so komfortabler und sicherer fühlt. Das Gewissen ist der Weg des Verstandes, der die Dinge benennt oder Kontrolle sucht. Glaube aber ist das blanke Gegenteil davon. Das ist eine sehr schöne Metapher gerade. Glaube bedeutet, in Stille zu verharren, ohne irgendetwas zu begreifen und einfach nur alles anzunehmen, was auch immer aus dem Unterbewussten auftaucht. Glaube. Am Ende lohnt es sich aber, den göttlichen Weg zu gehen. Ja, 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 vor allem gefühlstechnisch und vibestechnisch so. Der teuflische Weg macht dich lost mit der Zeit, weißt du? Umso länger du den teuflischen Weg gehst, umso mehr Lostness fühlst du in dir. Leere. Leere. Und die versuchst du dann wieder zu füllen mit teuflischen Sachen. Das ist ein Teufelskreis. Ich glaube, deswegen nennt man es auch Teufelskreis. So, weißt du, was ich meine? Ich habe das schon durch. Ich habe das schon durch. Und es fühlt sich nicht gut an. Für mich persönlich. Ist, sich der Anziehungskraft der Singularität hinzugeben, das Selbst aufzulösen oder zu demontieren, um das torlose Tor zu passieren. Um das torlose Tor zu passieren, fühle ich. Der Teufel macht dich langsam kaputt, Gott heilt dich langsam, safe. Und der Teufel ist auch halt ein ausgebuffter Motherfucker, so, weißt du, ist eine Ratte. Der lässt dass er dir schadet und dich langsam leer macht und kaputt macht, fühlt sich gut an. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja die Scheiße, Digga, weißt du? Das fühlt sich in dem Moment vielleicht gut an, aber macht dich langfristig leer. So arbeitet der Wichser halt so. Die Entwicklung und die Struktur einer Galaxie sind eng mit der Größe ihres schwarzen Loches verknüpft. Genau wie deine Entwicklung mit dem innewohnenden Selbst verbunden ist. Der Singularität, die deine wahre Natur ist. Wir können das schwarze Loch nicht sehen, aber wir können verstehen, wie sich... Zitat von Mike Tyson: Der Teufel war da, als Gott dich geschaffen hat. Er kennt dich besser als du selbst. Krasses Zitat. Tyson sowieso heftiger Typ, Bro. Der löste mir auch, seine Stimme löste mir direkt Emotionalität. Manchmal habe ich schon mal Tränen bekommen, einfach nur, wenn ich Mike Tyson Motivationsvideo, dann kommt Mike Tyson auf einmal, kommt Tränen raus, so. Bester Mann. Dinge darum herum bewegen, indem wir sehen, wie es mit der uns bekannten physikalischen Realität in... Hat auch schon sehr viel dunkle Sachen gesehen, sehr viel Dämonen und Teufel in seinem Leben gehabt, so. Genauso wie DMX auch und so. Ich fühle halt mich auch zu solchen Leuten hingezogen, weil es bei mir ähnlich ist. So. Und das treibt dich dann immer mehr zum Göttlichen am Ende, weißt du? Ohne Dunkelheit kein Licht. Agiert. Und genauso können wir auch unsere eigene wahre Natur nicht sehen,
Das innewohnende Selbst ist keine Sache. Aber wir können die erleuchteten Handlungen beobachten. So wie der Zen-Meister Suzuki sagte, es gibt, streng genommen, keine erleuchteten Menschen. Es gibt nur erleuchtetes Handeln. Wir können es nicht sehen, so wie das Auge sich selbst nicht sehen kann. Wir können es nicht sehen, weil es das ist, wodurch das Sehen möglich ist. Genau wie das schwarze Loch ist Samadhi weder ein Nichts noch ein Etwas. Don't ever play yourself. Es ist der Zusammenbruch der Dualität von Nichts und Etwas. Es gibt kein Tor, durch das man die großartige Wahrheit betreten kann. Aber es gibt unendliche Pfade. Die Pfade. Mekka. Die Dharmas sind wie eine endlose Spirale, ohne Anfang und Ende. Niemand kann durch das torlose Tor gehen. Kein Geist hat je herausgefunden, wie. Und keiner wird es je herausfinden. Niemand kann das torlose Tor passieren. Also sei ein Niemand. Boah, Digga. Die meisten Leute würden sagen, wie jetzt niemand? So, was? Ich bin doch jemand und so. Ego kommt dann hoch und sagt, was? Nein. Ich werde niemals ein Niemand sein. Ego ist halt krass ausgeprägt bei uns, bei mir auch. Samadhi, der pfadlose Pfad, der goldene Schlüssel. Es ist Love Lock, Visio. Das Ende unserer Selbsterkenntnis, das Erkennen der Selbststruktur, die die innere von der äußeren Welt trennt. Bam, das war der letzte Satz von diesem Teil vom Video. Genau 35 Minuten. Den Rest ziehen wir uns nächstes Mal rein. Ich bin auch voll drin gerade und ich würde eigentlich auch weiter gucken, aber ich will das schön 50-50. Weißt du? Schön Hälfte-Hälfte aufteilen. Freut euch auf jeden Fall aufs nächste Mal. Werden uns diese ganze Dokumentation reinziehen, weil sie mir persönlich einfach gut tut. Und ich habe gemerkt, dass die Dinge, die ich mache, wenn die Dinge, die ich tue, mir auch sehr gut tun und ich wirklich von Herzen überzeugt bin, dass es gute Dinge sind, dann sind das die besten, dann fühle ich mich auch am besten. Und ich muss immer die Sachen machen, die sich für mich richtig und stimmig und gut anfühlen und deswegen ziehen wir uns diese ganze dreiteilige Serie rein, weil das ist eines der Themen, mit denen ich mich privat auch persönlich am meisten beschäftige und es gibt einem auch natürlich Lösungen so. Bei dieser ganzen Scheiße, die in der Welt abgeht, auf die wir auch immer regelmäßig reagieren und so, ist es halt auch wichtig, dass man die Lösung nicht aus den Augen lässt so und das ist die Lösung und das sage ich ja auch immer wieder in den anderen Videos so. Für alle Leute, die die Hoffnung immer noch im Außen suchen so, am Ende des Tages ist die Lösung in dir, in jedem von uns. Und du kannst diese Lösung nur finden, indem du eine Beziehung mit dir selbst aufbaust und in eine Reise reingehst, in dir selbst. So. Das ist der Anfang von Veränderung. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Euren Senf dazu, wie immer, unten in die Kommentare rein. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Bis dahin. Peace out.